mir graues Holland gerade Hinterrad. Aber ja, ich muss es ja machen. Mit Trommelbremse. Ich löse die Trommelbremse, indem ich hier das aufschraube. Da. Ein bisschen lockern, ja, reicht ja schon aus. Dann drückt man den Hebel hier zurück, den da. Und kann das Gestänge nach oben wegziehen. Zack, ausgeklappt. So hänge ich eine Trommelbremse aus. Alte System, Gestängebremse. Jetzt öffne ich hier diesen Knopf. Er geht sogar noch auf. Das ist gut. Dann öffne ich hier diesen Verschluss mit diesem Draht. Diesen Drahtverschluss, indem ich das hier aushänge. Ja, dann muss ich ja ran. Dann kann man das nämlich hier hochklappen und kommt an die Kette ran. Dann ziehe ich diesen... Ist das hier miteinander verbunden noch? Da muss ich mal mit beiden hin jetzt kurz arbeiten. Die Gewebebahn hier weg. Jetzt kommt das schwierigste Teil überhaupt, was man hinterher wieder reinkriegen muss. Das ist wirklich ein Krampf. Das ist dieses Metallstück hier. Rausziehen geht immer leicht, rein geht's gar nicht mehr. Habe ich immer den Eindruck. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Da haben wir's. Ist übrigens schon verbogen. Weit einfach. Man kriegt es einfach nicht mehr rein. Wenn man es einmal raus hat, bekommt man es nicht mehr rein. Gut, ich mache diese Plane hier hoch. Diese Persenning. Boot Persenning. Die Persenning von dem Henning. So, und dann schauen wir doch mal. Hier ist überhaupt kein... Ah, und dann zieht das einfach raus. Das ist ja fantastisch. Das machen wir gleich mal sauber, weil sauber gemacht passt natürlich nachher am Ende wieder besser rein. Die Enden hier und das mal ein bisschen entrosten, ein bisschen sauber machen, mache ich gleich, mache ich sofort. Jetzt haben wir ein bisschen sauber gemacht, dann rutscht das und flutscht das natürlich viel besser später. Und dann Tropfen Öl ruf. Lubrifikation. Jetzt beginnt der normale Ausbau. Hier die Bremsanker lösen. Der ist mit zwei Schrauben fest bei dem. Ich wollte gerade mit dem Fahrrad hier runterfahren. Ich gedacht, hier. Beziehungsweise ist das tatsächlich, ich muss nur eine Schraube lösen. Ja, eine Schraube. Dann die Spannschrauben lösen. Dann die Achsmuttern lösen. Und dann das Hinterrad raus. Ich fange an, ich beginne. Zuerst die Achsmutter. Jetzt haben wir die Dinger hier auch noch raus. Jetzt entspannen wir mal ein bisschen. Wir entspannen uns jetzt mal. Legt euch zurück, holt tief Luft. Take a deep breath. Breath. Breath in peace. Yeah. Atme in Frieden. Ja. Yeah. Jetzt auch Breath Pit. Breath Pit? Der Atmen Pit. Wer kennt ihn nicht? Atem Pit? Natürlich, wer kennt ihn nicht? So, was brauche ich denn jetzt? Jetzt brauche ich hier Schraubenzieher tatsächlich. Also jetzt hier Dingsschneider, Bolzenschneider, sag ich schon. Bremsanker, Schraube, lösig. Soll ich irgendwie halten oder geht? Na schön, also immer Bremsanker, Schraube, Schraube. Wenn wir das morgen, wann setzen wir denn das an? Also ja, wie viel Uhr? Nachmittag. Guck mal, so schön sieht es hier aus. Dann haben wir hier diese Muttern, da haben wir diese Verdrehringe. Wie nennt man sowas eigentlich? Anti-Verdreh-Unterlegscheibe. Achssicherungsscheiben. Und die Bremsanker. Sehr zuverlässig aussehende Bremsankerschraube, die ist ja wirklich schon alt. Also die wahrscheinlich nur bei Gazelle so konzipiert ist. Das ist ja nicht keine Gazelle. Das ist eine Klimax. Ist Klimax nicht eine Produzent? Klimax oder Kleenex? Waren das nicht die Tücher, die man dann benutzt hat, um abzuwischen hinterher? Ey, Grady, was machst du denn da? Ich habe die Kette ausgehangen. Ja, das ist jetzt automatisch gewesen. Tut mir leid. Ich habe die Kette hier runtergenommen, weil ich das Rad nach vorne gedrückt habe. Dann habe ich die Kette hier runtergenommen und hier rüberjagen. Kann man ja total beschissen sehen jetzt hier. Jetzt habe ich so kunstvoll schon da drüber jetzt seht es nicht mehr zurück. Ja, macht nichts, alles gut. Ihr könnt es euch imaginieren. Und dann hänge ich das Rad aus übrigens, ja. So ist das, wenn man nebenbei was anderes quatscht über Pornos und so, ist man gleich ans Abgelenkt. Der Mantel muss getauscht werden aus gutem Grund, weil ich glaube, der hier, guck mal, hier ist nicht mehr so der frisch. Ist nichts mehr. Könnt ihr euch Klappen Zero? Ah, da kommt einer angetragen. Was kommt da angetragen? Nicht den Lack zerkratzen. Genau, den Lack von der Holzwand, der ist teuer. So. Horore, Reparature, geht auf weiter. Ich ziehe den neuen Mantel auf, nachdem ich Talcum reingemacht habe. Das hat man ja nicht gesehen. Doch, haben wir gesehen. Ja, die musst du richtig rausholen, wa? Weil das reicht ja auch schon,
Jo, und jetzt beugt es wieder ein. Das Ganze. Alle rückwärts. Einbau. Zuerst das hier. Bis ganz nach vorne. Dann die Kette. Hier drüber, darin, darum. Da ist ein bisschen die Fummel hier. So. Exzellent. Da hängt die Kette. Dann werden die spannen. Kettenspanner hier fixiert und etwas angezogen per Hand. Guck mal, wie viel Grad wir hier haben. 3, so richtig kuschelig. 3. Na, das geht ja. No, besser als minus 5. Gucken wir mal, machen wir mal optisch erstmal so ein bisschen in der Flucht. Dann den Bremsanker wieder fest. Oder alles vorfixieren. Schön sortiert, ja. Ja, alles schön sortieren, alles an einen Platz legen, am besten ein kleiner Tipp, weil dann kann man es nicht übersehen. Ja. Man übersieht ja gerne mal die Bremsankerschraube. Oder Mutter oder was auch immer. Oder andere Sachen, genau, ja. Doch immer wundert man sich, na nü, warum geht denn das nicht? Warum bremst denn das nicht? Das ist dann schwierig. Oh, man macht so komische Geräusche. Oder ja, keine mehr. Alles das und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich Bremsanker wäre. Wenn ich Michel aus Flake wäre. Der Michel aus Flake macht immer nur Kacke. Das war Olsenbande, wa? Weiß ich nicht. Ein Jingle von der Olsenbande. Ja, und so weiter. Und so weiter und so fort. Und die Verdrehschrauben. Schrauben, Quatsch. Und die Verdreh. Ne, da, so, da, da, drin, das, da, so, da, 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 so, da. Ja, genau. Und das gleiche. It's the same procedure on the other side of life. Ist gut mit allein. Und hier. Ist gut mit allein. Ja, hier bei dem Modell könnte ich das jetzt schon festschrauben. Und werde ich auch tun. Bei allen anderen Modellen muss man vorher tatsächlich, ich weiß nicht, warum das bei dem Modell nicht so ist, muss man vorher diese Teile darin machen. Weil an diesem Teil normalerweise hier noch so ein Steg dran ist, der dahinter geführt wird. Ist bei diesem Modell nicht. Keine Ahnung warum. Das ist wahrscheinlich, weil es alt ist, ist es hier nicht so. Also jetzt machen wir die Muttern fest. Muttern fest, Muttern fest, Muttern, Muttern fest. Muttern fest, Muttern fest, Muttern. Mutation. Fest. Mutation. Mutation. Kettenspannung vorher. Ja, die ist da, Obje. Akzeptabel. 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 Ja. Nina. Nee. Also Nina wäre auch nicht. Das war alles nicht gut. Nö. Um Gottes Willen, das kann ich heute nicht ertragen. Da kommt schon bestimmt gleich. Willst du sagen, das ist mal Luft. GK, ja, auf der Treppe. Alles voll mit Luft. Also er schwellt in Raum. Schwellt in Luft. Hier, hast du ein neues Ventil. Oder ist das das neue? Ich sag nicht, war das das neue oder das? Jetzt sieht es schon wieder los. Ja, das auch. Ich glaube, das war noch ja nicht alt. Aha, wir sind voll mit Pumpen. Darf ich? Ja. Mich bedienen mal vor. Pumpe pumpen. Manchmal. So, jetzt kommt die Luft in das Rad. Jetzt kommt die Luft in das Rad und das Schlimmste lassen wir für das Ende. Das Zusammenbauen. Das Zusammenbauen von den Ketten. Kann auch. So, jetzt sogar noch von der Lehne. Jusen schmiert. Schmiert. Niederdruckfelgen, ne? Ja, bedenken. Und das heißt? 3,5 Bar. Das sollten reichen. Aha, wieso? Was passiert sonst? Naja, gerade bei den Haltfällen kann der Mantel platzen. Ausrutschen. Ach so, ah ja, ja, genau. Deswegen nicht übertreiben, das ist kein Rennrad. Ja, manche Leute sehen sich auch so einen Reifen, dann so einen dünnen aufbauen, den er mit einem wesentlich höheren Luftdruck fahren muss. Das ist grob fahrlässig. Zwanghaft.
Das ist dann schwierig halt. Ja. Frage sich, naja. Aber es ist halt wirklich schwierig, weil du kriegst ja nicht den Luftdruckluft, den du brauchst. Nee. Ohne dass es kaputt geht oder in die Ohren fliegt. Ja. Jetzt wird's spannend. Jawohl. Wieso jawohl? Na jawohl. Also siehst du jawohl. Jawohl. Ja, siehst du wohl. Siehst du wohl. Das ist ein Gefriemel. Und die Fummel ab da in den Tunnel. Jetzt führen wir ein. Deswegen habe ich vorher sauber gemacht. Deswegen wurde vorher entrostet, weil einfach mit einem Druck sozusagen, das war Druck zu viel schon, aber mit einem Druck geht das hier rein. Wunderbar. Und schön. Das Schwierigste ist allerdings diese Plane hier. Also diese, wie nennt man das überhaupt? Im Fachjargon, im Hollandrad-Jargon. Oranje. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist die Oranje. Das Problem nämlich ist, es ist auch noch kalt. Ja, das Ding ist störrig. Mein fauliger Atem wird es schon etwas flexibler machen. Es wird zerfließen, denn wahrscheinlich. Alles gut? Du brauchst keine Zigarette, oder? Nee, ich rauch nicht. Na, die gibt's nächste Mal wieder. Trinken, ja? Ja, alles gut. Habt ein schönes Wochenende. Jo, du auch. Hallo. 6 Euro ist viel Geld. 6 Euro kostet die Welt. Ich fange nicht mal nicht mit ein. Oder möchtest du aufs Bild? Einen Euro kann ich dir geben. Einen Euro hätte ich auch. Ich wollte mal ein bisschen mehr geben. Nutzt auch nicht, wa? Was sind das hier? 7 Jahre im Gebrauch, vielleicht ist er ja mittlerweile. Was sind das? Ja, das ist ja. Schlusslicht, ja? Oder was? Das ist das schlimmste Teil, was wir jetzt da hinkriegen müssen. Aha. Ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt, weil kriegt man eigentlich nie. Das verbindet nämlich diese Teil hier hinten. Ja. Also von der anderen Seite vielleicht bin. Diese Teil hier mit diesem Teil. Und wenn man das so zusammen. Ah, ja. So, ja, verstehe. Ja, du verstehst. Also, man versteht es ja auch irgendwie. Aber es ist nicht möglich, es so einzubauen, wie es das Werk macht. Nee, aber wenn es natürlich neu ist, funktioniert das einmal frei. So, jetzt ist es ja schon verbogen, aber es sieht ganz gut aus. Fantastisch. Kurze Seite ist drin. Schön. Lange Seite folgt. Aber, sperrt schon. Vielleicht hilft es, wenn ich die Bremse betätige. Und, besser? Fantastisch. Das hat geholfen. Ja. Jetzt ist es drin. Ja. Ja. Ich muss mir selber mal auf die Schulter klopfen. Ja, hast du gut gemacht, Dennis. Ganz toll. Doppel Daumen hoch, hier, da ist es drin. Es ist natürlich nicht so, wie wenn es das Werk macht, aber es ist erstmal drin. So sieht's aus, Kettenspannung ist okay. Jetzt wird es nur noch verschlossen. Und zwar einmal hier. Einmal hier, einmal da. Mit diesem wunderschönen Druckknopf. Ja. Das ist natürlich mehr Tarnung, dieser Verschluss. Aber hier wird gefädelt jetzt. Der Draht wird wieder ein sogenannter, wie sagt man, Reißverschluss, ja fast, Reißverschlusssystem. Ja. Ja, das ist drin, das läuft, schleift auch nicht. Ja, hat einen leichten Seitenschlag, aber sonst ist tippi, toppi. Jetzt die Bremsen auch wieder einhängen. Und spannen. Einmal drehen, bis man denkt, man hat man hört schon, es schleift schon ein wenig, vielleicht schon ein bisschen zu viel gespannt. Ja, ja. Aber du reibt das Lager allgemein. Sisi. Nee, jetzt muss sogar noch mehr. Es muss mehr. Na, Licht war ja noch. So, die Lichtinspektion hier bei dem Ding. Gucken wir mal, ob es eine Kleinigkeit ist. Wir gucken mal nach, ob es nur eine Kleinigkeit ist. Ja, also das ist ja, wie die junge Dame sagte, ist es ja nur eine Kleinigkeit. Und wir gucken mal, eine Kleinigkeit wäre für mich jetzt, dass es jetzt funktioniert. Das wäre eine absolute Kleinigkeit. Dass der Kontakt hier unten nicht stimmt. Wäre eine Kleinigkeit. Nächste Kleinigkeit. Der Kontakt hier unten am Dynamo. Aber vielleicht ist der Dynamo kaputt.
Dann wäre die nächste Kleinigkeit, der Kontakt hier oben stimmt nicht. Aber der funktioniert. Der funktioniert. Dann die nächste Kleinigkeit wäre, das sind ja schon eine Menge Kleinigkeiten. Ja. Dass die Glühbirne natürlich kaputt ist. Wenn man damit seine Zeit verbringt, dann kommt ganze Kleinigkeiten schon. Machen trotzdem Arbeit. Also, Glühbirne checken. Das Nordlicht, schöner Nordlicht. Wunderbar, danke, das ist der Glühbirnen-Check-Apparat. Also sollte piepen, wenn man Kontakt, wenn man ein... Es piept, fantastisch. Sagt mir also automatisch, dass es schon keine Kleinigkeit mehr ist. Ja? Weil das funktioniert, das funktioniert. Ne. Funktioniert. Von hier nach da funktioniert. Von da funktioniert. Das würde wohl nicht der Dynamo sein. Ja, also das funktioniert alles. Jetzt biegen wir den Kontakt hier drin noch ein bisschen raus. Hier drin, diese Lasche. Vielleicht kriegt es da nicht richtig Kontakt. Und kratzen hier unten mal ein bisschen dran. Einfach so ein bisschen blank machen. Ist da was oxidiert oder was weiß ich, kriegt nicht richtig Kontakt. Was auch immer. Testen wir jetzt. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann ist es keine Kleinigkeit mehr. Nee. Das nicht, oder? Nee. Und dann ist das ja auch noch so ein Ding, das wieder durch den Rahmen zu ziehen. Hä? Nee, Kabel ist ja in Ordnung. Achso, ja, stimmt. Kabel hat ja gerade geschickt, das ist in Ordnung. Hm. Das Problem ist also das andere, die andere Verbindung. Die andere Verbindung kann heißen, man bewegt hier ein bisschen. Man bewegt hier ein bisschen. Ja, guck, das klappt. Ja, klappt natürlich. Jetzt sind die Punkte, wo Kontakt entstehen muss über den Rahmen. Ne, hier, hier. Da bewegt es natürlich nicht, wenn es total fest ist, aber in den meisten Fällen ist es total lose. Und so ein Dynamo kann der auch kaputt gehen? Natürlich kann ein Dynamo kaputt gehen, aber darauf kommen wir ja. Also, okay. Wollte nicht vorweggreifen. Nimmst die ganze Spannung aus. Der ganze Plot ist im Arsch. Schneid's raus. Ja, wenn es das auch nicht ist, was es ja ist, wie vorne, wie gesagt, müsste es jetzt funktionieren. Ja, weil wir alle irgendwie bewegen. Hinten ist nicht. Tote Hose. Dann checken wir die Dynamo. Wie macht man das? Wir klemmen ab. Ach so. Wir stecken den einen hier rein, halten den anderen hier ran. Gibt schon mal Kontakt, das ist schon mal gut. Aber jetzt, wenn ich bewege, sagen, oder? Wenn ich bewege, müsste die Lampe hin und her springen. Da. Also heißt das jetzt, wie funktioniert der Dynamo? Also der macht oder? Spannung. Ah ja. Da. Okay, ah ja. Mhm. Interessantes Gerät. Erzeugt Spannung. Spannung kommt, Spannung geht. Keine Kleinigkeit mehr. Nein. So, das dann haben wir aber natürlich, um jetzt auch auszuschließen, ist der Dynamo wirklich kaputt oder macht dann nur irgendeine Spannung oder irgendwas, was das Gerät irritiert, haben wir natürlich unser Master auf Disaster Test Apparellung. Der High Beam Lamp. Dann mit der anderen Methode. Das da. Ui! Also, funktioniert, ui, oder? Ui. Der Dynamo ist in Ordnung, daran liegt es schon mal nicht. Hm. Also, damit ist es doch kein kleines Problem mehr. Nee, absolut nicht. So, dann überlegen wir mal. Überleg hin und her, überleg. Also wenn die Birne vorne funktioniert, dann funktioniert sie ja hinten auch. Wenn sie hinten kaputt ist, dann funktioniert die vorne auch. Aber andererseits, wenn die vorne kaputt wäre... So, funktioniert. Jetzt haben wir getrennt die zwei Schaltkreise sozusagen. Vordere funktioniert. Also ist der hintere, irgendwo wenn Code der hintere Schluss, angeklemmt ist, hat es einen Codeschluss. Wo ist jetzt der Codeschluss? Kommt da eine Kabel hinten überhaupt an? Hier. Da kommt's raus. Jetzt kontrolliert man die ganzen Kabel hier überall. Ob da irgendwo was durchgeschliffen ist, irgendwo was aufgerieben ist. Meistens an den Kontaktstellen, wo es im Rahmen verschwindet oder wo es aus dem Rahmen rauskommt. Was haben wir denn da hinten? Das sieht ja furchtbar aus. Ein Stück Stoff. Mhm, interessant. Das ist ein... Ob die Glühbirne funktioniert? Ja, die sollte man vorher rausnehmen tatsächlich dafür. Ja. Was sieht da raus? Was ist denn das? Na, mit Fehlerinnendruck ist gut, weil damit sie sich nicht fest locker rödelt bei Kopfstein. Das ist total genial, ja. Ist ja. Alles super, aber
Wie kriegt man sie raus? Wie kriegt man sie raus mit Frauenfingern vielleicht, aber doch nicht mit hier. Wie soll ich da mit meiner Wurst krampen da? Achso, aber es ist ja nur gesteckt. Okay, alles klar, es ist nur gesteckt. Ach, die Glühbirne ist gesteckt? Ja. Ich krieg die nicht raus. Ich krieg die Glühbirne nicht raus. Herrgott, ich brauche eine Frau. Hat sich der Fahrradmechaniker gesagt und hat die heiratet. Achtung, Test. Also es erzeugt aber keinen Kurzschluss, das muss man dazu sagen. Es erzeugt keinen Kurzschluss. Die funktioniert und die erzeugt aber auch keinen Kurzschluss, wenn sie da drin ist natürlich. Aber das hier drin ganz schön wach. Muss man mit der Drahtbürste dann gehen, guck mal, wie das aussieht. Und dann wird es auch bald fertig sein. Leuchtet? Es leuchtet! Wunderbar! Wunderbar! So, und ist das jetzt noch eine Kleinigkeit? Ist die Frage? Nein, es hat insgesamt eine halbe Stunde gedauert. Eine halbe Stunde? Nee, 10 Minuten. Naja, also. 10 Minuten. 10 Minuten haben wir jetzt da dran gesessen. An der Fehlerfindung. Das kostet halt tatsächlich auch wie viel Euro? 10 Euro! Scheiße, Thomas, ich hab die Schraube hier drin gesteckt, ich hab gedacht, die passt da nicht durch. Wo steckst du denn die Schraube da drin? Ich meine, das muss man ja auch nicht machen. Nur weil ich der Dennis bin. Darum passiert da sowas. So, hier ist die Schraube. Hat die Frau ja Glück gehabt. Das ist gut. Das für mein Unvermögen. Keiner kann. Die Leute zahlen. Ja. Meinig. Ach, kann das sein hier? Wie heißt diese Seite, diese China-Seite? Naja, was ist da hier? Dass sie die Preise angezogen haben, wa? Leuchtet das? Ja, ja. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich brauche Öl, wenn der Typ kriegt. Ich kann zwar Sonnenblumenöl, da habt ihr. Mit hast du es probiert? Ach, ich habe mit Sonnenblumenöl probiert. Sag dir, Ladies. Sure, Lady Gaga. Ah. Wir filmen hier. Lustige Menschen filmen, in der Straße. Okay, gib mal einen Rap. Yo, oh. Was soll ich rappen? Ja, komm, wir rappen. Ach so, mach dir gleich schlafen. Mann, Leute, lass es schon so. Wow, geil. Oh, yeah. Gib's mir, Tommy. Also nicht mehr, oder? Pass auf da. Ja. Du hast eine weiße Hose an. Geil. Du bist Tommy! Richie Tommy. Rich. Mal Drogen ausmachen. Kinder, Öl. Hände weg von den Drogen. Öl heißt auf Dänisch nicht Bier, ne? Also er sagt, er braucht ne Öl. Öl. Ale ist ja bisschen schottisch oder so etwa. Ja, oder so. Oder englisch oder. Alle. Nein, wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen beim Zusammenschrauben. Jetzt fällt's mir auf. Was haben wir vergessen beim Zusammenschrauben? Natürlich, es muss etwas fehlen. Aber gut, dass es noch sichtbar geworden ist. Mir in meinem schrubbligen Gehirn, also unglaublich. Auf beiden Seiten oder auf einer? Nee. Auf beiden Seiten? Naja, gut, okay. Nee. Naja, Gott sei Dank muss man den Kettenschutz dafür nicht abnehmen. Na, das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Was willst du machen? Mann, dieser verkackte. Der hört doch an der Hand ran. Der ist neu. Da steht nämlich auch Gazelle drauf. Tatsächlich. Ja, der war nämlich auch mit Absicht. Der hört da nicht ran, deswegen halt mit Absicht. Natürlich alles mit Absicht. So gemacht. Also wie man sieht, sowas kann immer passieren. Und wenn man schlussendlich nochmal auf die Arbeit guckt, alles nochmal reflektiert oder so, und man kriegt es dennoch mit, hat man ja erstmal alles richtig.